Pianist Robert Leerbaumer bringt mit seiner Konzertreihe Music for the People zum zweiten Mal klassische Musik in die äußeren Bezirke Wiens. Das Programm ist mit wenigen Worten beschrieben. Witzig, interessant, kurios und musikalisch. Wirft man einen detaillierteren Blick, wie aktuell im Maurerschlössl in Wien-Liesing, auf die Bühnenshow, erkennt man den ausgereiften Spagat zwischen Musikverein und Kleinkunstbühne. Und Distinktion, ein Fremdwort, dahinter verbirgt sich eine Banalität, nämlich Distinktion bedeutet, wann ich mich mit speziellen Dingen beschäftige, speziell ist wichtig, Qualität sekundär, wenn ich mich mit speziellen Dingen beschäftige, dass ich selbst dadurch speziell werde. 80% der Musikkritiker leben in dieser Fata Morgana. Wir haben eigentlich von der Essenz her einen Liederabend Angelika Kirchschlager zur Hälfte. Und die andere Hälfte ist drumherum eine Szene eines Interviews eigentlich, das Alfred Dorfer und Angelika Kirchschlager miteinander tatsächlich gemacht haben und das jetzt sozusagen die Idee gegeben hat, über sehr vieles zu reflektieren und witzig zu reflektieren, was es in der Kultur und in der klassischen Musik so gibt. Ich habe mit 4 Jahren am alten Pianino im Gemeindebau in der Buzendopplergasse konnte ich Lieder nachspielen, die ich gehört habe. Also der Mozart vom Gemeindebau sozusagen. Ja, fast. Aber es hat meine Mutter zur Annahme verleitet, ich hätte das absolute Gehör. Und, haben Sie es? Mein Gehör ist absolut relativ. Alfred Dorfer kennt man als Kabarettisten und Satiriker. Wie kam es aber dazu, dass er sich auf einer Bühne für klassische Musik wiederfindet? Es kommt dazu, weil ich ja schon als Kind Klavier lernen musste und eine große Beziehung habe zur Klassik, die sich dann in meinem Leben fortgepflanzt hat, was die Oper betrifft. Zwei der Oper inszeniert habe, jetzt auch vor 2 Jahren in den Figaro im Theater der Wien. Und das gemeinsame Programm mit Angelika Kirchschlager eine große Herausforderung war, weil es diese Kombination, oder wie würden die jungen Menschen sagen, Crossover, zwischen Musik und, also klassischer Musik und Kabarett fast nicht gibt. Erstaunlicherweise. Schon wächst du aus der Ede Nacht, wie dir mein Auge entgegenlacht, hier in des Waldes stillem Grund. Ich kehre zurück zu etwas, was mir wohl bekannt ist und was ich immer unglaublich geschätzt habe, weil man schon sehr nahe an den Menschen dran ist und weil diese Menschen wirklich aus Neugierde kommen, aus den hehrsten Gründen. Mir ist lieber für 5 Leute live zu singen, als für 500 gestreamt. Also wenn du vom Kabarett kommst, hast du ja immer schon kleine Bühnen bespielt, entlegene Bühnen bespielt und außergewöhnliche Bühnen bespielt. Also für mich ist das überhaupt nichts Sensationelles, eher für die Angelika. Und da ich hier aufgewachsen bin, im 23., ist es für mich so eine Art Nachhausekommen. Die Stadtgrenze von Wien ist die Nähe zu den Umlandgemeinden. Vor allem der Süden in und um die Bundeshauptstadt sind sehr dicht besiedelt und bieten eine potenzielle Publikumsdichte mit Potenzial. Liesing ist eine der größten, sagen wir so, Städte Österreichs. Ja? Und jede Stadt hat so ihr eigenes Kulturleben. Und es gibt zwar hier natürlich Kulturinitiativen, die sind sehr gut und sehr wichtig, aber ich habe das Gefühl gehabt, nachdem ich auch hier maturiert habe und den Bezug zu Liesing habe, da passt noch was her, was etwas ausfüllt. Ja? Und Peripherie ist etwas Wichtiges. Wir haben ja auch die Nähe zu Niederösterreich und wir haben hier also diesen Bereich, wo auch die umliegenden Bezirke bedient werden sollen. Interessant hier der Septakkord. Der Dominant-Septakkord, wie auch bei Liszt, bedeutet etwas ganz anderes im Liedrepertoire, nämlich Bescheidenheit und Gier. Die nächsten Konzerte aus Music for the People finden am 25. September in Rodaun und am 1. Oktober in Alt-Erla statt.